So Leute, zurück bei Let's Play Battlefield 3. Zurück zum Spiel. So. Und jetzt geht's weiter. Bum, bum, bum. Es speichert und wir haben eine Fernsteuerung für eine Bombe in der Hand. Keine Ahnung. So. Oh, Informationscenter. Cool. Irgendwie ist ja aber keiner, der das Ganze besetzt. Schade auch. Ah, da Aktienkurse. Was haben wir denn da? Ah ja. Da. Der Damn Jones. Ah ja. Das ist ja ein lustiges Easter Egg. Ja, egal, Leute, wir gehen. War da eben gerade der Bugs? Ja, da ist der Bugs statt Dax. Und der Damn Jones statt Dow Jones und so weiter. Und ganz witzig gemacht. Was haben wir noch so? Aha, aha. Ganz geil. So, und weiter geht's, Leute. Oh mein Gott, ich komme nicht rüber. Geh. So. Ich höre Schreie oder. What the fuck? Gib ihm, gib ihm. Achtung, Achtung. Oh mein Gott. Roffel. Ah ja, gut. Der, ja, wurde auf sehr bestialische Art und Weise getötet. So wird's gemacht. So, und... Oh mein Gott, da kommen einfach so viele Gegner und... Na, es geht eigentlich, weil, wieso ruckelt es gerade so ekelhaft? Weil wir die Hälfte von diesen Gegnern gar nicht abschießen mussten. Geh weiter. Oh mein Gott, es explodiert irgendwas und es geht uns gut. So, und da vorne wird wieder richtig schön geballert. Ja, ich schieße gerade durch eine Glasscheibe. Oder beziehungsweise, ich kann nicht durch sie schießen. Das... Warte, wir laufen ins Kreuzfeuer. Ja, das ist schlecht. Okay, okay, wir fangen jetzt irgendeinen Kerl. Wir spielen jetzt Fangerless. Mal gucken, ob wir ihn schnappen können. Wow, wo ist er, wo ist er, wo ist er? What the fuck? Hä? What the fuck? Okay, okay, Moment, das ist jetzt... Oh, renn. Dabei, dabei, komm. Auf geht's. Oh mein Gott. Oh. Oh. Stoblet, was ist das? Oh, Mann. The fuck? Okay, ich soll dem folgen, aber der macht gerade nicht viel. Das heißt, wir müssen uns da jetzt durchschießen. Da ist einer. Moment, weg mit dir. Und da hinten ist noch so ein Bauer. Hey, du Assi, wieso schießt du so böse auf mich? Hast du überhaupt gelernt, ne? Hast du gelernt? Was laberst du? Du, weg. So. Und. So, und der auch. Alles klar. Straßenschlacht hier, wie im Ghetto. Oh mein Gott, sie schießen auf mich drauf und ich bin schon wieder fast tot. Das ist nicht schön. Duck dich. Alles klar, wir warten jetzt, bis wir wieder am... Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, wir warten jetzt, bis wir wieder geheilt sind, aber das sieht so aus, als... Ah, es geht doch, es geht, es geht, es geht. So. Oh Gott! Da ist er. Da einer, der Übeltäter. Und da irgendwo ist noch so einer. Wo ist er, wo ist er? Ich fühle mich so beobachtet und so beschossen. Ach, da ist der... Da hockt die kleine Mistratte da zwischendrin und ich habe sie einfach nicht gesehen. So, und wo ist der nächste? Da ist das nächste Opfer. Komm raus, du wirst jetzt einfach mal... Er ist schon tot. Er ist schon tot. Das ist natürlich auch nicht schlecht, denn tote Gegner sind gute Gegner. Moment. Da können wir eine G36 aufheben, die da gerade so ganz cool, ganz lässig auf dem Auto balanciert. What the fuck? Was seid ihr für? Möchte gern Spezialeinheiten, ne? Habt ihr auch gelernt? Habt ihr wohl nicht? Oh mein Gott, die Autos, die fliegen in die Luft und ich stehe nebendran und mir passiert gar nichts. Mein Gott, das ist doch schön. So, wo haben wir Gegner? Da haben wir Gegner. Hallo, geh weg. Und du bist tot. Ja, das ist schön. Ja, ja, ja. So, so, war's das mit dem Feuergefecht? Nein, da ist noch so einer. Hallo. Dabei, dabei, so. Und... Weiter geht's. Oh mein Gott, ich sehe schon wieder. Da kommen. Ach du Heilige, was war das denn für ein. Für ein Dings? Spektakel. What the fuck? Hier fliegen Partikel von irgendwelchen. Ach, scheiß drauf. So, oh Gott, ich sehe keinen, aber ich sehe, dass er mich abschießt und. Okay.
Eben hat es so angehört, als hätte der. Als hätte der Kerl dem Auto im Platten verpasst. Kenn ich irgendwoher. Boah. Boah. Mein Gott. So. Dabei. Blöd. Was ist? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein. Oh Gott. Boah, der hat da. Oh, wie der fliegt. Um Gottes Namen. Oh nein. Da steckt was in ihm drin. Tragik. Nein. Zieh. Okay, naja, er sieht aus, als würde es ihm nicht ganz so gut gehen. Bisschen blass im Gesicht, naja. Und das Rohr in der Brust sieht nicht ganz gesund aus, aber na gut. Ja, lass den liegen, jetzt komm. Der ist nicht mehr ganz so frisch. So, dann gehen wir weiter. Und folgen unserem Kameraden. Und da, oh, schöne Lichteffekte, sehr nice. Und ich stelle gerade zum ersten Mal fest, dass, wenn ich den Rennknopf betätige, mein Charakter von alleine rennt. Hä? Ach, und da habe ich vor lauter Laber nicht aufgepasst und habe gefailt. Das ist natürlich jetzt sehr schade. Ich glaube, ich hätte da irgendwas machen sollen, dem Kerl hinterherrennen. Was ein Fail. So. Jetzt muss ich ihn wieder fangen. Rennen. Oh mein Gott. Oh Gott, ich werde beschossen und ich bin tot. Ja, das ist doch mal schön hier. Ich soll ihn fangen, er rennt weg. Aber ich sterbe, wenn ich ihm hinterher renne. Das heißt, ich muss diese Typen töten, die mich gerade da abschießen. Doch allerdings, wenn ich die abschieße, dann ist er doch weg, oder? Ich meine, das ist doch irgendwie ziemlich doof. Das geht doch alles gar... Fuck. Raff ich gerade irgendwas nicht? Bin ich zu, habe ich irgendwo nicht aufgepasst? What the hell? Ja. Ich habe keine Ahnung, was das gerade sein soll. Inwiefern das jetzt irgendwie Sinn macht, was ich da gerade tue oder nicht tun soll oder. Ja, er ist entkommen. Ja, das ist mir klar, aber was soll ich machen? Ihr Schlaumeier, Herr. Ja, das ist jetzt sehr blöd. Und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ja, los, jetzt fang ihn. Ja lol, und jetzt werde ich nicht getötet, oder was? Das ist ja ein Scheiß. Also wir müssen einfach jetzt dauerhaft rennen. Und hoffen, dass wir diesen Kerl erwischen. Und hoffen noch nebenbei, dass wir nicht getötet werden. Und ich hoffe, dass ich wirklich nicht getötet werde, denn das kann hier sehr schnell passieren. Und wo ist der hingerannt? Da hoch irgendwo, ne? So, das Spiel speichert und wir sind gerade an einem... What the hell, du Assi? Was machst du denn, du maskierter Ninja? Zack, da haben wir ihn abgewehrt und bam, voll in die Magengrube und... Na, auf geht's. Ab mit ihm auf die Schienen und dann überrollen lassen vom Zug. Das wäre doch ein schöner Tupf für ihn. Jetzt gib ihm. Leertaste, so. Ja, jetzt ziehen wir schön hoch hier und genau auf die Gleisen. Oh. Gott. Ist das Spiel bestialisch. Also sowas hätte ich dem Kerl echt nicht gegönnt. Das war sehr fies. Blöd. Russisch ist die geilste Sprache. Wow, die Sonne scheint gerade assi krass in mein Zimmer und ich sehe nicht viel, aber ich sehe, da ist was ganz Fettes explodiert. Moment, Leute, ich lasse mal ganz kurz den Rollladen runter. Ganz kurz.
Wobei. Oh nein, komm, wir warten noch ganz kurz. Mission Donnerlauf. Jetzt haben wir eine neue Mission erreicht und das ist immer sehr schön. Eine neue Mission. Da freut man sich doch. So, nee, komm, ich lasse den Roller runter. Moment. So, alles klar. Na, passt immer noch nicht ganz so gut, aber es geht besser als vorher. Ich meine, ich mag die Sonne ja, aber wenn mir die Sonne so richtig schön in die Fresse scheint, dann macht das dann auch nicht so viel Spaß beim Zocken. Ich kann jetzt nicht, weil ich gerade aufnehme. Gut. Ja. Das Vor war dann meine 10 Mutter. Stunden. 80.000 Tote. Explosionsort war die Euronext-Börse. Wie fühlt sich das an? Glauben Sie etwa, ich wollte das? Ihr Regierungsspitze seid echt noch kranker, als euch nachgesagt wird. Ich will verhindern, dass das gleich in New York passiert. Wer glauben Sie, hat das getan, Sergeant? Die PLR und Solomon. Der Explosionsradius passt zu einer russischen Kofferbombe. Wir haben Dima zur gleichen Zeit im Land aufgegriffen. Wissen Sie, wonach das aussieht? Dima wollte es verhindern. Diese Bombe in Paris muss eine der fehlenden gewesen sein. Schwachsinn! Und dann? Hätten Sie es nicht trotzdem geschehen lassen? Sergeant, denken Sie doch mal zurück an die Bank. Sie sagten, die Pariser Bombe hätte was mit der Bank zu tun. Nicht Dima. Unmöglich. Ich warte. Wir hatten einen Notruf abgesetzt. Anvil 3, Teil der Charlie-Kompanie, erste Panzer. Sie kamen, um uns zu holen. Miller kam, um uns zu holen. Alles klar. So, und jetzt beende ich gleich den Part. Moment, wenn wir im Spiel sind. Okay, nein, noch nicht. Ein T-Rex, oh mein Gott. Okay. So, Moment. Und jetzt beende ich, wie gesagt, erstmal ganz kurz den Part. Wir sehen uns dann im nächsten, Leute. Bis dann. Ciao.